Einen wunderschönen guten Abend, liebe Kunis, und schön, dass ihr wieder mal am Start seid. Was geht? Oh, mein Bild war weg. So, jetzt aber. Hallöchen, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen hervorglänzenden Tag. Hallöchen, JC Giga. Hallöchen, Steffi. Bakas, Alter, 7 Streams, Zuschauerreihe. Nice, give me Channel Points. 450 Punkte gibt's dafür, nice. Hallöchen, Schloddy. Hallöchen, Jen. Hallöchen, Fox. Hallöchen, Septi. Hallöchen, Seribot, der du wie immer unseren Chat beschützt. Und yo, Wahnsinn, cool. Wir sind gerade erst online und schon seid ihr alle am Start. Das ist der Wahnsinn. Wieso habe ich hier so einen weißen Fleck? Der fuckt mich übelst ab, Alter. Geil, Mann, ich freue mich. Ja, was machen wir heute? Vielleicht kommt ihr von alleine drauf. Was haben wir letztes Mal gestreamt? Komme gerade von Shani rüber. Liebe Grüße an euch alle. Hallöchen, lieber Wagt. Liebe Grüße zurück. Guten Abend, Pat, und an alle im Chat. Hallöchen, Burhan. What goes? Scheiß auf Seribot. Die Mods machen das schon. Ja, Seribot ist quasi so eine erste kleine Firewall, aber die echten Dudes und Dudettes, die hier das Ruder in der Hand halten, sind natürlich die Mods. Septi, My Little Pony, ja, geht schon in eine richtige Richtung, fast, aber nicht ganz. Hallöchen, Spy Mantis. What goes, du alter Spartaner? Kleine Firewall, da kann man bequem drüber laufen. Na gut, nett ist vorbei. Sehr schön, Schlotti. Ja. So geht das hier. Ja, wir zocken heute Control weiter. Hallöchen, Mettin, was geht ab? Alter, deinen Namen habe ich jetzt schon länger nicht mehr gelesen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du mal wieder am Stisselino bist. Geile Sache. Sorry, hab Wurstfinger. Ist nicht schlimm, ich auch. Guck hier. Es macht absolut überhaupt gar nichts. Genau, heute geht's weiter mit Control. Wir sind ja immer noch im Panoptikon. Und ja, wir werden weiter grinden, dass wir den Hartman irgendwann mal hier fertig machen können. Na, wie riecht das Ding an deinem Spiegel? Richtig geil, Sepp. Hast du heute die Story gesehen, die ich gemacht habe? Ey, das ist so cool, ne? Die Septi hat mir von Fallout einen Duftanhänger fürs Auto zugeschickt. Immer noch B-Day. Ja, aber ja, komm, dann machen wir das mal eben raus hier. Sekunde. Gebt mir eine Sekunde, liebe Kunis. Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Und der sieht so cool aus. Der baumelt jetzt die ganze Zeit an unserem Spiegel. Ja, hab ihr ein Like gegeben. Nice. So, ich mach mal eben kurz den Command hier raus. Der B-Day ist ja jetzt schon ein paar Tage vorbei. So, wo wir gerade beim Thema Fallout sind, Schlotti hat es ja gerade auch schon angedeutet, sie macht gerade, was? An meinem Spiegel baumelt das Ungesicht von den Pupsis. Genau, die Schlotti hat zum letzten Geburtstag, was? Oder Weihnachten? Nee, ich glaube Geburtstag, ne? Einen Anhänger bekommen von Chihiros Reise ins Zauberland. Von diesem Geist mit der weißen Maske. Okay, es dauert hier gerade ein bisschen. Das Laden von Stream Elements. Jetzt aber. Wir haben heute noch ein paar Patches von Fallout für Patricks Rucksack gesucht. Yo, haben wir vorhin nachgeguckt. Ey, das muss ich euch ja mal zeigen. Richtig geil, wartet mal kurz. Zieht euch das mal rein. Dieser Rucksack mit diesem wundervollen Silent Hill Aufnäher mit Lakeside Amusement Park. Diesen Rucksack hat die Jenny selbst genäht. Da. Made by Jen Butter mit dem Hubert. Da. Ist das nicht geil? Der ist so schön geräumig, ne? Und da müssen jetzt ein paar Patches drauf. Ich wollte auch noch mal ein bisschen gucken nach Silent Hill noch mehr und nach Resident Evil und Fallout. Jenny, du bist der Wahnsinn. Das sag ich dir.
Jo, was geht, Game-Typ? Schön, dich zu lesen. Und Hallöchen, Chris. So, ich mach mal eben kurz den Command hier raus. Chat-Commands, Custom-Commands. Einmal suchen. Gibt es denn irgendwas zu fressen, Jüsen? Nee. Heute Heute wird wird sich sich flüssig flüssig ernährt. So, jetzt ist aber raus hier. Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Und den Timer machen wir natürlich auch raus. So, jetzt ist aber alles wieder beim Alten hier. Cool. Respekt an unsere Jen. Geil, oder? Hab gesehen, am Freitag kommt die Metal Gear Solid Folge. Yes, Sir. Ein 2,5 Stunden XXL Podcast über Metal Gear Solid. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Devin. What goes? Gebt mir ein wenig und ich schicke euch Links zu. Aber du hast echt mega Talent, sagt die Septi. Das ist so krass, ne? Die Septi ist einfach die ultimative Schnäppchenjägerin. Die findet alles. ich habe noch Buttons, Patty, wenn du davon auch welche dran haben willst. Was denn für Buttons? Alles zu mir, alles zu mir. Ich knall mir alles da dran. Oh. Cry My Name, vielen lieben Dank für dein Tier-One-Sub. Dankeschön. Du bist schon seit 3 Monaten dabei. Geil, Mann. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Support. Ach, wie schön. So fängt der Abend doch gut an. Hallöchen, Flo. Ja, pass auf, Kunis. Ich bin ehrlich, ich habe die Fallout-Serie geguckt. Ich bin einfach maximal im Fallout-Wahn. Ich habe mich so ein bisschen in dieses Universum verliebt und überlege deswegen. Weil vielleicht kennt ihr das ja auch noch nicht, ob ich nicht mal. Was? Resi 4 Remake Map im Rahmen sieht sehr stylisch aus. Ja, oder? Bin ich auch sehr happy mit. Finde ich richtig schön. Es war schade, dass sie nicht aus Stoff ist, aber man kann ja nicht alles haben. Bringen die nächste mal mit. Sind noch an meiner Lederjacke, die auseinanderfällt. bin in Folge 6. Musste laut lachen bei Folge 2. Ich finde die Serie, also wirklich, ist einer der geilsten Videospiel-Adaptionen überhaupt. Ganz ehrlich, ich finde die sogar noch mal eine ganze Ecke besser als diese Last of Us-Serie. Ich finde die einfach ultra gut. Ich bin jetzt gerade sogar dabei, die ein zweites Mal zu gucken. Also wenn ihr Bock darauf habt, wir würden gleich mal eine kurze Umfrage machen. Wenn ihr Bock darauf habt, würde ich beim nächsten Stream mal ein Ründchen Fallout zocken. Fallout 4 wahrscheinlich. Perfekt getroffen, das Universum, genauso wie es die Spiele wiedergeben, ja. Also, ich habe jetzt angefangen, Fallout 4 privat zu zocken. Das war mein erstes PS4-Game. Ich habe mir das Game sogar geholt, bevor ich die PS4 hatte. Weil es gab da damals. Dankeschön für die Abstimmung. Ich denke, das war Schlotterino. Dankeschön. Fallout 4 oder Fallout 76? Beides. Cool. Abstimmung ist live, sehr geil. Dankeschön. Dankeschön fürs Reinstellen. Ja, also ich hatte das Game, bevor ich die PS4 hatte, weil ich wusste, okay, ich werde im nächsten, übernächsten, überübernächsten Monat werde ich mir eine zusammengespart haben und mir die holen. Und die hatten aber beim Mediamarkt ein Angebot damals gehabt. Und da konnte man dann, glaube ich, irgendwie 3 Spiele für so und so viel Euro. Und dann habe ich im Endeffekt für Fallout, obwohl das relativ neu war zu dem Zeitpunkt, 17 € bezahlt. Und dann habe ich das halt mit 2 Arbeitskollegen damals gemacht. Da habe ich gedacht, boah, das Game interessiert mich, das nehme ich dann. Ja. Aber ich habe es halt nie irgendwie super weit gespielt. Mir war auch ehrlich gesagt von der Steuerung einiges ein bisschen zu komplex, aber irgendwie jetzt durch die Serie habe ich halt nochmal voll Bock drauf gekriegt. Voll Bock drauf. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann würde ich das gerne mal ein Ründchen zocken für euch. Fallout 76 haben einige Geschäfte eine Zeit lang für lau weggegeben. Ja, ich kann mich daran erinnern, wir hatten hier einen Gaming-Laden um die Ecke. Der hat das dann irgendwann für 5 € oder so verkauft. Aber die sollen da wohl einiges an dem Game gemacht haben. Also es war wohl zu Release irgendwie überhaupt nicht spielbar. Also Fallout 76. Und mittlerweile soll das echt gut sein.
Oder zumindest besser als im Urzustand. Fallout Shelter für Mobile, PC, Steam, kennst du? Ja, das kenne ich, davon habe ich schon gehört. Und ich warte immer noch auf den Metal Gear Solid Film oder gar Serie. Boah, ich weiß ja nicht, ne? Also, das ist schon so lange im Gespräch. Ich weiß nicht, ob da noch mal jemals was kommt. Ich würde mich sehr stark freuen. Aber mal gucken. 76 war spielbar, aber der Content fehlte stark. Ja, man hatte, glaube ich, auch gar keine richtigen NPCs und sowas, ne? Liebe Kunis, die Fallout-Serie gab es zur Zeit. Was? Liebe Kunis, die Fallout-Serie gibt es zurzeit im Game Pass gratis. Wenn ihr also mal reinschnuppern möchtet, ist das die beste Gelegenheit. Ja, werden sie jetzt wahrscheinlich auch gemacht haben wegen der Serie, weil die ja auch gerade echt gut durch die Decke geht. Genau, Quests etc. Ja, und ich glaube, die haben doch jetzt auch irgendwie eine neue Map oder so hinzugefügt, ne? Ich glaube nicht, dass ein Metal Gear Solid Film noch kommt, genau so bei dem Captain Future Film. Da kommt einfach auch nichts Neues. Hallöchen, lieber Fiorelli. 76 soll doch richtig nice sein mittlerweile, oder? Ja, soweit ich das gehört habe, soll das mittlerweile echt gut sein. Es gibt Gerüchte, Konami plant Metal Gear Solid Anime zu machen mit Originalstimmen. Das wäre richtig geil. So könnte ich mir das auch vorstellen, ehrlich gesagt. Fiorelli, bist du gerade wieder on the road? Können nur hoffen, dass Disney nicht die Rechte an Fallout kauft mit der Filmlizenz. Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob die jetzt einfach auch noch eine Lizenz für einen Film an Disney verkaufen könnten. Ich weiß nicht, wie das da so gehandhabt ist. Aber manchmal ist das ja so komisch, ne? Irgendwie, ja gut, bei Spider-Man und bei dem Marvel, bei dem MCU ist das ja irgendwie auch noch mal anders. Da liegen die Rechte an Spider-Man eigentlich bei Sony. Die haben jetzt aber so einen Cross-Deal gemacht mit Marvel, dass die auch Spider-Man-Filme produzieren dürfen. Dafür darf Sony aber Spider-Verse-Filme produzieren. Also ein Scheiß. Also mit so Copyright-Geschichten, das kann echt mega kompliziert werden. Okay, krass. Also bisher bei der Abstimmung haben wir 64% für beides, also Fallout 4 und Fallout 76. Nur Fallout 76 hat gar keine Stimmen. 36% sind für nur Fallout und 0% sagen, nö, ich möchte das gar nicht sehen. Das ist doch schon mal cool. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ich hätte gedacht, dass ihr sagt, so, nee, ach, Fallout, weiß ich nicht, ob das hier so zu dem Kanal passt. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, ist geil. Dann können wir das gerne mal machen. Kurze Pause gerade, aber ja, bin im Truck. Ach, Fiorelli, Alter. Du bist so ein richtiger Roadtrip-Dude. Geht analog wie bei Star Wars zum Thema Gewalt, Schimpfwörter, etc. Ey, ich bin so gespannt jetzt auf den Deadpool-Wolverine-Film. Die beiden Trailer, die jetzt rauskamen, ich fand die richtig gut. Den zweiten fand ich sogar noch mal einen Ticken besser. Und ich glaube, das könnte echt was werden. Und ich bin mal gespannt, wie sie es da so machen mit Gewalt und so, ne? Also da waren ja schon im Trailer so ein paar Szenen drin, die echt hart waren, wo man jetzt so gedacht hat, na. Oder wo man vorher gedacht hat, na, unter Disneys Flagge werden die wahrscheinlich irgendwie nicht so derbe Sprüche raushauen oder nicht so viel Brutalität in den Film walten lassen. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Joa, noch Kroggy erst gegen 3 ins Bett heute früh, sagt der Barkas. Und wann bist du dann wieder aufgestanden? Yo, Kiria, was geht ab? Einen wunderschönsten. Bei Deadpool hat halt Reynolds eine Menge Gewicht. Ja, das hoffe ich. Ich habe es bei Schlotti gesehen und früher Fallout New Vegas gesehen hatte. Spaß, daher bin ich da offen, sagt der Vark. Sehr cool. Sorry, Pat, für wann die Liste fertig ist. Hä? Sorry, Pat, für wann die Liste fertig ist. Man muss aber auch bedenken, dass Disney nicht gleich Disney ist. Ja, das stimmt. Also, die haben ja schon, früher hat man ja immer gesagt, so, ja, Disney ist so der Konzern, die machen Kinderfilme. Aber mittlerweile machen die ja wirklich alles, ne?
Meinst du, die Liste Bach, mei, ey. Septi, wir haben das Thema doch erst vor 3 Minuten angesprochen. Entspann dich mal. Die Patches-Liste wird lang. Okay, ich bin gespannt. Grüße von Markus. Ja, schöne Grüße an den Markus zurück. Ist er gerade bei dir? Also, wenn ihr Bock habt, liebe Kunis, würde ich dann direkt nächste Woche mal ein Ründchen Fallout 4 zocken. Wenn das okay ist. Okay, wo ist mein Bildchen? Da. Okay. Try to relax your anus. Hallöchen, APD Elliot, was geht ab? Do it. Alright. Schlotti sagt so, bin dann mal in Sanctuary. Ja, räum da mal ordentlich auf. Übrigens, Schlotti, das habe ich erst jetzt beim Zocken entdeckt. Wenn du in den Baumodus gehst, kannst du ja mit vier, also auf PC ist es vier, ich weiß jetzt nicht, Xbox, warte mal. X, also. Wenn du beim Xbox, also wenn du mit Xbox-Controller zockst und da die Default-Einstellung hast, dann muss es X sein. Also der Knopf, der nach links geht. Genau, Barker schreibt es auch gerade. Kannst du dann Sachen verwerten, dann hast du mehr Ressourcen. Ich habe einfach wirklich alles, was man ab- und wegbauen konnte, habe ich da weggeholzt. Disney ist im Moment die größte Hassfirma überhaupt. Ich hasse sie von ganzem Herzen und kann es kaum erwarten, wann sie bankrott gehen wird. GameTube, glaub mir, das wird niemals passieren. Mit ihrer Kinderfreundlichkeit in dem Film habe ich die Schnauze voll. War nie so mein Game Fallout, hab noch nie eins gezockt, aber vielleicht bringst du mich dann dazu. Ey, das wäre cool, JC, ohne Scheiß. Das wäre richtig nice. Ich bin seit Stunden am Verwerten, geil. Das Geile ist, es gibt ja tatsächlich Häuser, die so halb zusammengekracht sind, die kannst du einfach komplett auf einem Schlag verwerten. Bei mir sieht es einfach mittlerweile so ultra kahl aus. Und wenn du mal irgendwelche Geheimtricks oder so hast, Schlotti, dann schreib mir das. Vielleicht habe ich auch noch ein paar Tricks für dich. Alright, okay. Ich würde sagen, wir jaggern mal so langsam, aber sicher ins Spiel rein. Ich musste mal eben kurz die Benachrichtigungen hier ausmachen, die gehen mir auf den Sack. Die gehen mir auf die Balls. Disney wird schon noch umlenken, so oft wie deren Filme in letzter Zeit floppen. Ja, das muss man sagen. Also gerade diese ganze Marvel-Scheiße. Was haben die noch mal zuletzt rausgehauen? Einmal quasi den zweiten Teil von Captain Marvel, ne? Ist ja nicht The Marvels oder irgendwie sowas. Der ist, glaube ich, gefloppt. Hier, Eternals war schon rein. Also alles, was in letzter Zeit rauskam von Disney, Marvel und auch die ganzen Star Wars-Sachen, zumindest im Kinouniversum, waren ja echt alle mega durchwachsen und sind bei den Kritikern nicht gut weggekommen. Spy Mantis sagt, mach mir den Grönemeyer-Pad. Eine Sekunde. Das ist okay. Alles auf dem Weg, denn es ist Sonnenzeit. Ungetrübt und leicht. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. Die alten Filme waren mega, die ganz alten. Welche meinst du jetzt von den Marvel-Dingern oder was? Ja, die hatten zumindest immer so einen gewissen Qualitätsstandard, ne? Die waren jetzt auch nicht alle mega geil, aber da war nie irgendwie ein Film bei, wo man gedacht hat, so, boah, das war jetzt ein Totalausfall. Ah, hier, Madame Web auch. Sony-Marvel-Kooperation. Auch voll der Rotz. Ich nehme euch mein Handy jetzt mal mit in die Küche. Noch eine Smoken. Sehr gut. Also ist nicht gut, weil Rauchen ist scheiße, aber du weißt schon. APD Elliot, vielen lieben Dank für deinen Support. Dankeschön für 25 Bitterinos. Danke, danke, danke. Meine Hoffnung ist momentan DC. Ja, aber DC kann auch nur Solo-Filme. Die können nicht dieses Universe. Die haben das auf Krampf probiert hier mit Justice League und so. Ich war bei Batman wie Superman. Das war, glaube ich, so mehr oder weniger der Auftakt zu dem Ganzen. War ich im Kino. Ich bin ein riesen Batman-Fan, ne? Ich kam da raus und habe gedacht, Alter, was habe ich da gerade geschaut? Aladdin und so. Ja, auch voll.
Ariel, die Meerjungfrau, König der Löwen. Wie kann man König der Löwen verhunzen? Diese CGI-Scheiße, das war der letzte Rotz. Frau Poops, sind Sie gerade im Chat? Können Sie mich hören? Ich hätte eine Bitte. Ich fand die Filme super. Die Disney-Neuverfilmung. Ey, Foxfire, wenn du deinen Spaß damit hast, ist ja super. Wie kann man Superman wiederbeleben? Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich bin auch nicht der größte Superman-Fan. Ich habe da jetzt nicht so den Durchblick, was die Geschichten von Superman angeht. Aber die sind ja dabei, ein Reboot zu machen. Frau Poops, könntest du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun und mir einen Kaffee machen? Ganz vielleicht, eventuell. Außer Justice League, der ist nur in der Snyder Cut wirklich gut. Habe ich noch nicht gesehen, da habe ich nur. Nein, warte mal. Justice League habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe nur Batman vs. Superman gesehen. Und Aquaman, Alter. Aquaman, auch der erste Teil, ne? Was eine Scheiße. Ein paar Minuten. Okay, alles klar. Danke, Frau Pups. Kaffee geht immer. Yes. So, jetzt aber, Kunis. Jetzt starten wir rein bei Controlius, würde ich sagen. So. Alright. Ich habe extra das Cam-Bild wieder ein bisschen hochgemacht. Dass man hier noch meinen Energiebalken sieht. Jetzt muss ich aber kurz überlegen. Was war denn nochmal unsere Idee? Wir wollten grinden, damit wir den Hartmann platt machen. Noch mehr Chaos, beseitige den Fungus. Das hatten wir letzte Mal probiert. Da hatten wir aber noch nicht den Skill, um da reinzugehen, wo die Pilze wachsen. Da ich aber alt bin, am meisten die 70er, 80er. Bis auf den vierten. Was? Bis auf welchen vierten? Worüber redet ihr gerade? Redet ihr über Star Wars? Oder Superman? Aber von den alten Superman-Filmen habe ich gar keinen geschaut. Steffi sagt, let's go! Das neue Spiel Justice League ist auch zu Ende. Glaubt, nach Season 5 wird der Support eingestellt. Ja. Hat ja super geklappt. Mann, ey, es ist auch einfach so ärgerlich für die Fans, ne? Stell mal vor, du bist so ein richtiger Justice League-Fan. Ich habe noch keinen getroffen, aber gibt's bestimmt. Du bist so ein richtiger Hardcore Justice League-Fan. Dann sagen die nach was weiß ich wie vielen Jahren, ey. Nee. Nicht Justice League, sondern Suicide Squad. Du bist ein richtiger Suicide Squad-Fan. Sagst geil. Endlich bringe ich ein Spiel raus. Ist ja sogar, glaube ich, von denselben Machern wie die Arkham-Teile. Freust dich voll. Dann kommt's raus, zockst es und denkst, geil, Mann. Also entweder wird da nie wieder was Neues kommen, weil es gefloppt ist, oder es wird wieder 10, 15 Jahre dauern. Das Problem ist das Game as a Service. Ja, ach, furchtbar, ey. Hör auf, Foxfire. Ich kann es noch nicht mehr lesen, ne? Dieses Games as a Service. Die sollen das einfach, wir sind gierig Games nennen. Kannst du genauso gut sagen. Vernichte die Dunkelheit. Ja, das hat nicht so gut geklappt. Gute Verteidigung, schieß den Trainingskurs ab. Zurück zum Absender. Verschicke drei Kopien des Kettenbriefs. Säubere und isoliere den japanischen Papierlampignon. Säubere und isoliere die Ampel. Säubere und isoliere den Handstuhl. Handstuhl? Was zum Geier ist ein Handstuhl? Säubere und isoliere die fliegenden Briefe. Wie bei Harry Potter. Okay, das machen wir mal. Müssen wir jetzt nur mal kurz gucken, wo wir da hin müssen. In den Kararanken-Fahrlügel. Lass mich in Ruhe. Wehe, ich kriege bei der nächsten Kleinen Messeunterhaltung Penner. die Schuld für das hier. Ich muss meine Katze füttern. Ja, doch wie bei Marvel Avengers. Meine habe es für ein Finger plus alle DLCs bekommen. Rumkloppen macht Spaß, aber alleine auf
dauert dröge, da macht Dynasty Warriors mehr Spaß. Okay, Dynasty Warriors habe ich jetzt nie gespielt, aber... Ja, war genau so eine Scheiße, ne? Arkham Knights kann man nicht toppen. Auch scheiße. Wir müssen jetzt hier und dann rechts. In den Krankenflügel, Alter. Wo ist denn hier der Krankenflügel? War ich schon mal im Krankenflügel? Ich habe absolut keine Ahnung, wo es hier lang geht. Was steht denn hier? Panoptikon? Hä? Die einzige gute Neuverfilmung war Beauty and the Beast mit der Hermine Granger-Darstellerin in der Hauptrolle. Habe ich nicht gesehen. Obwohl eigentlich, wenn Emma Watson mitspielt, kann man sich die mal gut angucken, oder? Da ist der Krankenflügel. Hier ist Pilzscheiße, richtig? Super. Super, super. Okay, die Mucke ist schon ein bisschen auf Action aus. War Hermine das Biest? Noch was zu fressen? Ich glaube nicht. Heute wird sich flüssig ernähren. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich finde Emma Watson zwar echt hübsch, aber sie sieht jetzt auch nicht wirklich aus wie Bella aus Die Schöne und das Biest, oder? Was ist das hier eigentlich für eine vertrackte Ballerbude? Ich habe mal die Ariel-Real-Verfilmung angefangen, aber nach den ersten 30 Minuten habe ich ausgemacht. Also war sie nicht part of your world. 20 Jahre alt, vor etwa 13 Minuten aus der Astralebene zurückgekehrt. Dies war sein 21. Tauchgang. Der Patient leidet unter migräneartigen Schmerzen, intensiven Druck hinter den Augen. Wir hören uns das mal eben an. Teilweise Blindheit. Er erinnert sich nicht. Das ist ja Stuhl. Da hat mir ja wirklich jemand in die Stiefel geschissen. Die Voruntersuchung ergab keine unmittelbare Ursache, also werden wir den Patienten zur Röntgenaufnahme schicken und Was zur Hölle ist das? Himmel ist direkt aus ihm rausgeplatzt. Kaum Schlaf, kaum Nachschub. Ey, Fiorelli, ich habe gerade gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Emma Watson. Ich finde die cool, aber sie sieht halt nicht wirklich aus wie Bella. Oder bin ich bescheuert? Soll es noch was sein außer Fallout, Resi, Silent Hill? Metal Gear Solid wäre auch cool. Oh my god, Metal Gear. Alter, hier waren wir aber auch schon irgendwie 26 Mal, oder? Säuberen isolieren. Sind das jetzt hier die fliegenden Briefe? Nicht Bella, sondern Bell. Okay, vielleicht habe ich mich gerade vertan mit, wie heißt die Scheiße nochmal mit den Vampiren? Twilight! Wo ist denn hier die Dreckskugel? Das ist gut. Das ist gut, Diggi. Das war's? Ihr Billigen. So, und jetzt? Was mach ich denn jetzt hier mit dem... Was mache ich denn jetzt mit den Büchern hier? Fernster Gedanke. Alright.
Für mich sind alle Neuverfilmungen direkt, da die politisch korrekt sein sollen, sorry. Das ist für mich eine Frechheit zu diesen Kinderfilmen. Davon war auch nicht wirklich die Rede, ob sie die beste ist, JC. Meine Meinung, bin ich mich ruhig. Das ist ja neu. Emma Watson ist meiner Meinung nach auch nicht die beste Schauspielerin. Ja, ey. Beste Schauspielerin. Also, ich finde das immer, ehrlich gesagt, ziemlich schwer zu bewerten, wann man ein guter Schauspieler... Was ist das hier? Wann man ein guter Schauspieler ist und wann nicht. Man sagt ja immer, eigentlich am besten ist es, wenn man gar nicht... wenn man gar nicht merkt, dass jemand Schauspieler hat, ne? Zum Beispiel, ich finde eigentlich, Leonardo DiCaprio ist ein richtig guter Schauspieler, aber der overactet halt auch immer des Todes, ne? So, das ist irgendwie cool. So, man guckt sich das gerne an, aber es wirkt halt auch oft ziemlich hart überzeichnet. Scheiß Wichser, Alter. Scheiß Wichser. Oh, shit. Ey, wie hat mich das denn jetzt erwischt, Mann? Ach, guck mal hier. Ich sollte mal die Waffe wechseln. Eine gute weibliche Darstellerin ist zum Beispiel Meg Ryan. Boah, Meg Ryan. Hab ich schon ewig nichts mehr von gesehen oder gehört. Ist das eine Hand? Sieht aus wie eine Hand, oder? Hallöchen, Skydead! Das war's? Denn jetzt hier verwundet? Ach, guck mal hier. Ach, guck mal hier. Ja, guck mal hier. Es ist wirklich eine Hand. Krass. Christian Bale ist krass. Ja, Christian Bale ist ein guter Schauspieler auf jeden Fall. Endlich wieder bei Control dabei sein. Yes. Thank you for your purchase. Oh, APD Elliot. Vielen lieben Dank nochmal für 20 Bitterinos. So, macht's gut. Muss mich legne. Heißt das, ich muss mich hinlegen. Wegen Arbeiten. Zu Heier machen. Ah, okay. Man musste die jetzt schnell hintereinander wegmachen. Untersuchungssektor. Wichtige Ziele. Knie tut weh. Mal strecken. Ja. Okay. Elliot, falls du raus bist, wünsche ich dir noch einen bezaubernden Abend. Mach's gut. Lass dich nicht ärgern. Pass auf deine Knie auf. Ich hatte auch letztens richtig Probleme mit meinem linken Knie. Solange diese Kacke nicht weg ist, schaue ich mir die neuen Filme nicht an. Johnny Depp ist meine Nummer 1. Johnny Depp ist auch ein super Schauspieler, finde ich. Gibt viele, die sagen, der ist überhaupt kein guter Schauspieler. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich finde den toll. Persönliche Modifikation.
Okay, das sieht hier auch sehr pilzig aus, aber wir können trotzdem hier reingehen. Keine Ahnung warum. Obwohl, hier sieht es auch überall pilzig aus, ne? Im Biergarten sieht es übrigens auch pilzig aus. Depp ist genial als Schauspieler. War so viele... Weil, was so viele Arten von Rollen... Ja, das ist... wobei, man muss sagen... So diese abgedrehten, exzentrischen Rollen, die sind auch oft schon so ein bisschen gleich, finde ich. Aber mir macht das überhaupt nichts. Ich gucke den auch gerne. Ups. Ach, Jungs. So, wir sollten einmal rüber. Mülldeponie von Ordinary. Ist halt die Überlegung, ob wir nicht per Schnellreise dahin gehen. Hallo, Frau Pups. Boah, so ein großer Kaffee. In einer Septi-Tasse. Danke. Prost, auf dich, Septi. In die Badewanne. Viel Spaß. Okay, perfekt. Viel Spaß. Ich will auch in die Badewanne. Oh shit, das ist echt gut. Mach die Map weg. Ich muss ganz dringend hier raus. Ich stelle mich mal hier hinter, damit die mich nicht erwischen. So, ich müsste jetzt eigentlich nach rechts. Oh shit. Aber das machen wir nicht. Wir gehen zu einem Schnellreisepunkt. Die Frage ist, wo ist hier der nächste Schnellreisepunkt? Da, ne? Im Transitkorridor. Okay. Ich fand Johnny Depp schon im 21 Jump Street damals echt cool. Ich glaube, die erste Rolle, wo der mir so richtig krass aufgefallen ist, war Edward mit den Scherenhänden. Den fand ich echt krass. Johnny hat kein Interesse an weiteren Teilen, weil die Firma ihn verraten hat. Scheiß Disney. Ihr redet von Fluch der Karibik, ne? Da wurde der doch vor Gericht gefragt, ja, würden Sie nochmal in Fluch der Karibik mitspielen? Und da hat der, glaube ich, gesagt, nicht mal für 300 Millionen Dollar und irgendwie so und so vielen Alpakas oder irgendwie sowas. Der hat was Lustiges darauf gesagt. Jenny und ich haben den kompletten, haben damals den kompletten Prozess verfolgt. Okay, ich glaube, wir müssen so. Viel Spaß auf Discord-Pad. Dankeschön, dass die Liste da reingehauen. Das ist super mega lieb von dir, Septi. Danke sehr. Oh shit. Wie komme ich da am besten hin? Ich muss doch da hin, oder? Mülldeponie von Ordinary? Oder wie sie in dem Spiel immer sagen, Ordinary? Okay, wir probieren es einfach mal. Margot Robbie soll ja angeblich im neuen Teil mitspielen, ne? Ich weiß nicht, ob sie ja nachher nur so eine Art Reboot machen wollen oder was. Scheiße, ich komme von da aus ja gar nicht dahin. Wie zum Geier komme ich dahin? Wie komme ich
da rein? Spartiaten! Was ist euer Handwerk? Hä? Ey, ich muss echt über die Logistik dahin, oder? Alter, was ein Umweg, ey. Neue Teile interessieren mich nicht. Lieber schaue ich die alten Teile 1 Million mal mehr an als die neuen Teile. Ja, also bei mir ist es so mit Star Wars. Ich kann mich eigentlich so kaum an irgendwas Neuem von Star Wars erfreuen. Ich hatte das Gefühl, die machen nur Scheiße. JC, hast du gehört, dass jetzt die 4. Staffel die letzte werden soll? Die haben jetzt für eine Staffel The Witcher einen neuen Geralt-Schauspieler geholt. Oh, da komme ich gar nicht rein. Frage ist nur, warum? Perla den Lachs. Jo. Okay, da ist ein Shelter. That was pretty close. Alter, ihr geht mir auf den Sack, verpiss dich. Mach ihn kaputt, Junge! Ach, die haben... Ach, Mann, ey. Das ist ja so eine Dreckskugel. Ja, moin. Ich hab einfach gar keine Energie, ne? Ja, ich weiß, ich muss mich heilen, aber ich hab gerade nichts. Ich freu dich. Tot? Jawohl, Mann. Keiner hier bringt Martin um. Oh, das war aber sehr wenig Energie. Henry als Geralt für die Serie verlieren. Wie tief muss man singen? Das ist, wenn man Emma Watson als Hermine bei Harry Potter verlieren würde. Tatsächlich hatten die ja alle mal überlegt, eine Zeit lang auszusteigen, ne? Ein Stay Hydrated für die liebe Steffi. Prost! Auf dich, Steffi. Also ich glaube tatsächlich, gerade Emma Watson wollte so um den 4. oder 5. Teil aussteigen. Aber Gott sei Dank haben sie dann alle dazu gekriegt, dass sie bis zum Ende das durchziehen.
So, das sind die Waffenmodifikationen. Da könnte ich mal eben kurz gucken. Ich würde sagen, alles, was Stufe 3 ist, wird einfach ohne Kordulenz und mit eiserner Konsequenz zerstört. Stufe 1, ja moin, ey. So, wie viel haben wir? Okay, da haben wir noch ein paar Slots frei. Die ist Post. So, jetzt nochmal Lucky Lucky Maken. Wir müssten eigentlich eine Stufe höher. Eine Etage höher, meine ich. Sorry. Gibt's denn irgendwas zu fressen? Nee, wir gehen jetzt. Heute wird sich flüssig ernähren. Mechanical Room. Mechanical Room. Sorry, my English is not the yellow from the egg. Okay, sieht aber nicht so aus, als würden wir über einen Umweg dahin kommen, ne? Ja, bleib doch hier! Ja, was soll das denn? Ja, was soll das denn? Bleib doch hier! Erwin! Erwin! Lass mich hier nicht alleine, der Tropfsteinhöhle! Ist nur ein bisschen komisch, dass hier kein Level angezeigt wird. All right. Onion Rings. Zwiebel ruft an. Plus, dass er nur zugesagt hat, weil man ihm versprochen hat, dass man sich an die Vorlage hält. Und das haben sie, glaube ich, nicht gemacht, ne? Also im ersten Teil glaube ich ja. Ich habe das erste Buch gelesen und ich habe alles, was in der Serie passiert ist, wiedererkannt. Aber ich habe gehört, später sind sie dann sehr davon abgewichen. Säubere und isoliere die japanischen Papierlampions. Okay, säubere. Im Panoptikon gibt es auch noch etwas, was wir säubern können. Ey, ich muss mal eben kurz was gucken. Kann man nicht die Helligkeit von der Map anders machen? Weil dann würde ich mir, glaube ich, die Map einfach die ganze Zeit einblenden. Skrr! Blutsache, vielen lieben Dank für dein Prime Sub und danke, dass du schon seit 7 Monaten am Start bist. Vielen Dank für deinen Support, mein Lieber. Anzeige, Helligkeit, Grafikmodus, Leistung, Oberfläche. Ich sehe hier gar nichts von Map. Steuerung wird es nicht sein, ne? Aktiviere den Hilfsmodus und verschiedene. Okay. Gut, das geht leider nicht, aber egal. Steffi, viel Spaß im Lurk, meine Liebe. Und wenn du später wieder am Start bist, dann bis gleich. Bin was im Lurk, ihr Schnuckis, Wäsche aufhängen, ruft und was aufräumen. Ja, ja, das kenne ich. Das kenne ich. Tja, die Geldgeier wieder. Alles auseinanderreißen, Hauptsache so viele Zuschauer wie möglich um Kohle. Wann nehmt ihr mal Remake-Podcast-Folgen auf? Wir haben damals schon über die Remakes gesprochen. Wir haben quasi die Originale und die Remakes zusammengepackt. Aber ja, man könnte eigentlich auch mal
Also zu Resident Evil 4 Remake gibt es auf jeden Fall eine Podcast-Folge. Und Teil 2 und 3 könnte man auch nochmal eine separate Folge machen. So, nee, da geht's nicht lang. Da geht's lang. Panoptikon. Ba 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 ba. Er bleibt doch hier! Was soll er denn? Erwin! Lass mich nicht alleine in der Tropfsteinhöhle. Nein, nicht so Remake. Das alte Podcast-Folgen neu aufnehmen. Da hat mir ja wirklich jemand in die Stiefel geschissen. Wo die anderen zwei Vögel da waren, will mal Chris und Fjerells Meinung zu den Sachen hören. Aber damit haben wir doch tatsächlich angefangen, Blutsrache. Wir haben doch die Entkäsifizierung gestartet von Resident Evil 1, 2 und 3. Ja, bleib doch hier! Ja, bleib doch hier! Erwin! Lass mich hier nicht alleine, der Tropfsteinhöhle! Die Folgen sind auch noch relativ aktuell. Das ist gefährlich, aber hey, warum auf Lexenburg? Ich bin ja nur der Panoptikonsleiter. Okay, also hier im Panoptikon müssen wir die Ampel säubern. Ich glaube, man kann diese Brücke hier tatsächlich nicht einmal passieren, ohne gegen diese Scheißviecher kämpfen zu müssen. Jetzt so die Frage, wo ist die scheiß Ampel? Ventilator. Das ist ein Hammer. Bin jetzt bei 700 Stunden Podcast bei euch und habe alles 6-mal durchgehört dieses Jahr. Was? Was zum Geier? Ehrlich jetzt? Holy shit. Alter Schwede, ey. Was, in Berlin? Den habe ich jetzt nicht verstanden. Erleuchte mich, Barkas. Aber zu Berlin habe ich auch eine lustige Story. Immer bei der Arbeit, Knopf im Ohr und ab geht's. Voll geil. Ampel, Regierung, Berlin. Okay. So, das ist der Refrigerator. Okay, hier ist eben gar nichts. Hier ist auch nichts. Du willst doch die Ampel beseitigen. Ach, jetzt sehe ich die Aufgabe. Das sollte man vielleicht nicht zu laut sagen. Da könnte es zum ein oder anderen Missverständnis kommen. Das ist eine Granate. I will catch a grenade for you. Scheiß Wichse alle. Die Frage ist, wie komme ich denn jetzt dahin? Wo ist denn das hier?
Okay. Okay, geht's anscheinend noch eine Stufe nach oben. Wo ist die Ampel? Da ist noch ein Schwan. Also, wenn das mal nicht einer der schönsten Männer auf Twitch ist. Was? Lolz, ich komme mir verarscht vor. Hallöchen, wie geht es dir? Oder war das eine Eigenankündigung? Was? Diesmal schlage ich in die Fresse, dann kannst du dich verlassen, du! Da ist eine Crownbar. Ist das eine Anspielung auf Half-Life? Oh, cool, die Kiste schwebt in der Luft. Nice. Wo ist denn hier die Drecksampel? Nee, Bro, du bist eine Süßmaus. Bei mir ist alles fresh, hoffe bei dir auch. Bei mir ist auch alles Taco. Ich habe mich gut erholt vom Wochenende. Es war ganz schön anstrengend. Aber ich bin ja auch alt. Kann ich da durch? Nee. Da ist eine oder? Doch, da kommt man hin. Die Frage ist nur, ob ich da hinkomme. Das ist ja wieder was anderes. Wünschte, es hätte nie aufgehört. Also ich hätte auch wirklich noch ein paar Tage dranhängen können, ne? Das war richtig, richtig geil. Ist das jetzt hier so versteckt oder was? Aha. Das ist irgendwie verschlossen, da komme ich nicht durch. Der ist ja ganz schön strange hier. Wo ist hier die dreckige Ampel? Boah, da fragt man Pat, ob er mitbekommen hat, was ich mir am Samstag geleistet habe und er antwortet nicht. Ich warte auf den TTS. Was für ein TTS? Hä? Ich bin jetzt gerade maximal verwirrt, Septi. Mir wird hier aber auch kein TTS gerade angezeigt. Habe jetzt die Tage Resi 7 und die DLCs in VR gezockt. War echt nochmal ein geiles Erlebnis, wo ich zum Beispiel ab und zu echt nochmal Schiss in dem Game hatte. Es ist wirklich was anderes, ne? Aber dann ein paar ruhige Tage, das hätte ich sonst nicht überlebt. Hab nicht genug Punkte, TTS von LOLs. Sie meint den LOLs TTS. Jetzt hast du Punkte, Baby. Ohne Witz, ich sehe hier gerade kein TTS. Könnt ihr mir das bitte nochmal schreiben? Ich bin gerade irgendwie... Egal, Pat. Hab davor gefragt, ob du mitbekommen hast, was ich mir geleistet habe. Und das mit dem TTS war auf LOLs bezogen. Der droppt ja immer. Ey, ihr könnt doch da nicht so zwei verschiedene... Hagia ist doch TTS. Hagia... Achso, hier soll das wahrscheinlich heißen. Oh,
Okay, es geht um zwei verschiedene Sachen. Lolz wollte ein TTS machen und Septi hat sich irgendwas am Samstag geleistet. Okay. Nein, habe ich nicht mitbekommen. Septi, sag mal. Bro, wer droppt jetzt hier ein TTS? Was soll das? Das ist wirklich schon... eigentlich gemein sein Urgroßvater, muss man schon wirklich sagen. Fick dich und deine Mutter. Juhu. Wow. Was war denn das? Ah. Was war das für ein Ton? Habt ihr das gehört? Dies... Boah. Irgendwie finde ich hier gerade keine Ampel. Ich fahre nochmal runter, ob ich da was übersehen habe. Hier komme ich auch nicht rein. Okay, also ich bin nicht der Einzige, der es gehört hat. Das ist schon mal gut zu wissen. Ach so, ja doch, das habe ich mitgekriegt. Das hattest du doch bei der Schlotti im Stream auch geschrieben, ne? Richtig geil. PS2, dazu Resi 1 bis 3 für PS1. Und 4. Und ich halte 4 für die PS2. Resi 1 20 Euro, Resi 2 55, 3 16. Wow, Alter. Resi 4 25 und Silent Hill 4 25 PS2 mit Adapter, Kamera und so weiter 49. Das ist echt gut vom Kurs, muss man sagen. Hast du einen schönen Schnapper gemacht. Ich finde vor allen Dingen Resi 3 mit 16 Euro sehr günstig. Hello Jen. Ich hatte dir auf Insta eine Anfrage zum Folgen geschickt, weil ich dir da mal schreiben wollte, aber ich mach's hier einfach jetzt. Danke für den Dumbledore. Hab mich sehr gefreut. Pat meinte... dir fehlt Draco, ich habe ihn aber leider nicht von der neuen Edition, weiß ja nicht, ob er dir trotzdem was nützt. Vielleicht möchte die Jen ja mal im Chat schreiben, was wir gestern gemacht haben für diese Funko Pop Figuren. Komme ich noch auf die zweite und dritte Etage? Weil irgendwie war da jetzt nur die 1, die 4 und dann sind wir über Umwege auf die 5 gekommen. Okay, wir probieren jetzt einfach mal Etage für Etage abwärts zu gehen. Gold, aber 100 Euro dafür war mir doch zu viel. Aber 100 Euro finde ich auch schon sehr teuer, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe damals 60 bezahlt, aber sogar für die englische Fassung, glaube ich. Hm.
90 Euro für schlechten Zustand. Wenn dann noch die CD irgendwie Kratzer hat oder so, never. Warum sollte man das machen? eBay startet Preis 75 Euro aufwärts bis zu 120, je nach Zustand. Okay, wir werden uns jetzt nochmal abwärts arbeiten. Hab's mir in einem wirklich guten Zustand geholt. 130 Böller. Alter. Hast du nicht sogar gesagt, das war noch original zu oder so? Da war doch was, ne? So, da ist die 2, da ist die 3. Wie komme ich denn... da rein. Ach, Leute, fickt euch da einfach. Ihr geht mir aufs Schwein. Ich will hier in Ruhe untersuchen. Warum nervt ihr? Oh. Aber der hat einen schönen Spagat gemacht, der Auto. Autsch. Wo ist er? So, auf der 3 war mir doch jetzt noch nicht, ne? Wir gucken mal eben. Ne, hier waren wir definitiv noch nicht. Ein Surfbrett. Ach so, die wichtigste Frage. Platinum oder Art-CD? Ja, das ist wirklich gar nicht so eine unwichtige Frage. Muss man sagen. Da ist jetzt wieder die Frage, ist da was drin oder nicht? Ja, Wahnsinn, oder, Septi? So viel Sexiness auf einem Haufen hier. Oh, jetzt kommt's! Kleiner als 3, 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 kleiner als 3. Hey Bett, ich hoffe, dein Nussloch hat sich gut erholt von unserer gemeinsamen Nacht. Du hast mir Sachen gezeigt, die mir vorher kein anderer gezeigt hat. Dass dabei der Latex gerissen ist, war blöd, aber ich hoffe, deine Testergebnisse fallen alle negativ aus. Kleiner als 3, 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 Liebe. Eis Volukam. So ein Spacko, ne, Leute? Ey, ich hätte Bock gehabt, aber du hast dich geziert. Also. Waren wir hier schon mal? Das sieht ja ziemlich brutal hier aus. Also, ich gehe ganz fest davon aus, dass wir schon mal hier waren, aber. Kann, kommt mir das jetzt hier nicht vor. Abfüllen und verführen, ja klar. Hätte es doch auf meine Matratze kommen können, aber die war ein bisschen klein. Wir hätten es doch im großen Ehebett viel gemütlicher gehabt. Lolz. Wo ist diese scheiß Ampel? Ich raste aus dem Monokoyum. Kann es doch jetzt nur noch die 3 sein, oder? Was hätten die danach verbrennen müssen?
Welches Game war das denn? Septi, das für 400 verkauft wurde. Generell gilt außer Außenhui in Fui. Wenn man das Innenleben-Handbuchzustand CD nicht anschauen darf, Finger weg. Ja, ganz ehrlich, dann will ich es auch nicht kaufen. Das ist ja viel zu riskant. Hab übrigens immer noch damit zu tun, Welcome to Raccoon City zu verarbeiten. Ja, wir haben mal wieder eine schöne Session gehabt. Wir haben einmal Death Island, also Resident Evil Death Island und Welcome to Raccoon City geguckt. Und ich weiß nicht, Lolz, ich glaube, du fandst Welcome to Raccoon City richtig geil, ne? Hast du nicht gesagt, der hat dir mega gut gefallen? Okay, er muss jetzt auf der 3 sein. Nein, wo bin ich? Hallo? Ja, okay. Death Island fand ich no joke dope. Welcome to Raccoon City ist 10 von 10, vor allem die Jill Sandwich Szene. Ja. Ah, Finger weg, das ist jetzt Jill Sandwich. Als ich ihn das erste Mal im Kino geguckt habe, damals noch mit Matt und Chevy, da ist wirklich so ein Raunen durch die Menge gegangen bei der Szene. Das war nicht geil. Mhm. Brandschneise, Archiv, P6-Zelle, KI-Verwahrung. What the fuck? Ist KI-Verwahrung dann auf der 4? Bruder, ich check gar nichts lang. So, Bre, ich lurk mir mal einen ab. Muss noch ein bisschen was? Demokratie auf Bug Planet. Achso, okay, du zockst noch Helldivers 2, oder was? Der Planet heißt nicht echt Bug Planet, oder? Hm, keins von beiden Buggers. Der Zeichenstil hat mich nur dran erinnert. War ein dunkles Cover. Soll ich mal kurz lesen? Achso, sorry, Ducken. Ja, Helldivers ist Liebe. Nee, aber auf dem Planeten gibt's Bugs. Okay. Also heißt die Erde in Zukunft Mensch, Planet. Human Planet. Fände ich auch cool, ehrlich gesagt. Welcome to Human Planet. Yeah.
Ist das hier jetzt die 3? Ja. Waren wir hier nicht schon mal? Wir waren hier schon mal. Ich bin nur überlegen, ob ich eben googeln soll, wo die scheiß Ampel ist, weil ich finde sie zum Verrecken nicht. Spy Mantis, Alter. Dankeschön für 200 Bidorinos, du gottverdammter Ehrenmann. Dankeschön. So, hier waren wir auch schon. Archive. Das Isolationsinventar. Vierte Ebene steuert den verdrehten Durchgang an, der euch ursprünglich zum Kampf gegen Salvador geführt hat. Dort erwartet euch nun die besagte Ampel, die euch am Ende des Gangs anstrahlt. Ich habe da doch vorhin sogar mal in diesen verdrehten Gang reingeguckt. Und hab gedacht, nee, es muss ja im Panoptikon sein. Also in einer von diesen Zellen. Okay. Da wir jetzt gerade auf der 2 sind, müssen wir jetzt nochmal runter. Dann nochmal mit dem Aufzug hochfahren. Dankeschön. Oh, shit. Danke für euren Support, Kunis. Ey, alles gut, Septi, alles gut. Mach dir deswegen keinen Stress. Prost. Auf euch, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Auf einen schönen gemeinsamen Abend. Dir auch, Dankeschön, Vag. Alles super. Ich werde mal eben kurz einen nikotinhaltigen Erfrischungsstängel in die Fresse hauen. Ich mache mal eben kurz das Campbell weg. Boop. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Yo! Danke, Septi. Boah, ey, du bist so schnell, ne? Was ist denn hier los? Ich hab nicht mal die Maus in der Hand gehabt. Da warst du schon fertig mit Bann. Boah, so schnell muss ich da oben sein. Wie mache ich das denn? Was ist mit dem Ding los? Ja.
Boah, so schnell komme ich doch da gar nicht hin, oder? Ach so! Ach so, ich dachte, ich darf dann gar nicht in dem Bereich sein. Das ist ja witzig, Alter. Ist das cool gemacht, ey. Das war ganz schön knapp. Geil, Mann. Richtig coole Idee. Okay. Dann müssen wir in die isolierte Verwahrung. Okay. Ist das geil, ey. Ohne Witz, ne? Es müsste einfach viel mehr Studios geben, die so sind wie Emily. Die haben immer irgendwas Specialiges in ihren Games. Ich finde das so cool. Hui. Okay, da gab es keine Genesung mehr. Da war einfach instant Feierabend. Ich glaube, gab es nicht hier oben auch so ein Teleport-Ding? Dann würde ich mich mal eben im anderen Bereich teleportieren, genau. Schnellreise. So, das ist die Ebene, wo wir gerade sind. Im Untersuchungssektor gibt es gar nichts. Da. Ist das denn dann jetzt hier? Apropos Squid Game, ich bin mal auf die zweite Staffel gespannt. Gibt's da schon einen Trailer oder so? Mir hat die erste Staffel echt gut gefallen. Das ist kein normales Stück Papier. Okay. Wow, Alter. Bewegt sich das von alleine nach einer Zeit?
Ja, ohne Witz. Akio wäre jetzt perfekt. Ey! Ich wollte gerade sagen. Nice! Ach so, das sind mehrere Briefe. Okay, dann gucken wir mal, wo die anderen sind. Putz! Guten Tag, der Herr. Ui, das war ganz schön viel Energie. Guten Tag. Noch einer, oder? Da ist noch ein Zettel. Na moin! Ach so, das ist nur ein Dokument. Ja, geil. Echt schade, dass es nicht mehr Game-Studios gibt, die so richtig auf die Kacke hauen. Mm. Ich finde das aber geil. Also ich glaube, Remedy ist mit seinen Spielen kommerziell gesehen nicht immer super erfolgreich. Aber ich finde das trotzdem gut, dass sie sich trauen, immer neue Sachen auszuprobieren. Was ist das hier? Das sind das wieder die Threshold-Kits. Schauen Sie mal. 8 Zoll breit und mit einer Kapazität von sagenhaften 80 Kilobyte. Ha! Erbeutet von Kollegen bei der CIA mit Startcode sowjetischer Atomraketen. Nicht die Originaldiskette natürlich, aber eine exakte Kopie, eine perfekte Fusion der Konzepte, die im Kollektivbewusstsein des Kalten Krieges herumschwirrten. Ein Gefäß. In jeder Hinsicht ein Auffangbecken unheilvoller Energien. Und sie kamen. Wir haben nicht alle Details, aber als Dinge um die Diskette plötzlich zu fliegen begannen, kam sie zu uns. Auch ein Objekt der Macht. ODM. Die gute alte B-Diskette, ich kenne die gar nicht, Mark. Telekinetisch zum Schweben. Hier flogen bereits 30 Bleistifte. Ja, das stimmt. Wenn, dann sind das eher die Indie-Studios, die so geile experimentelle Games machen. Ich schwebte sogar eine Tasse. Ja, aber ich denke, dadurch, dass die Max Payne Remakes auch von Remedy kommen werden, wären die schon gut. Also wenn einer das Material kennt, dann ja wohl die, ne? Also. Aus der DOS-Ära. Naja, DOS-Ära war, glaube ich, vor meiner Zeit. Zumindest habe ich die nicht so mitgekriegt. Oh Gott. Oh, Entschuldigung. Dankeschön. Danke sehr, danke sehr. Tut mir so leid, Max.
Ich mache mich mal auf die Suche nach den nächsten Zetteln, ja? Die Frage ist, ob die sich hier befinden, aber ich glaube es fast nicht, oder? Wir gucken. Ach ja, am Wochenende ist noch so eine Veranstaltung. Wenn ich Pins und Co. finde, soll ich dir welche besorgen. Kannst du mir dann vielleicht schreiben, Septi? Das wäre geil. Da oben sehe ich doch was leuchten, aber komme ich da hin? Das ist die andere Frage. Ich glaube fast nicht, oder? Guck mal eben auf die Map. So, eigentlich sollten die hier sein. Oh, hier ist die Tür, die wir noch nie aufgemacht haben. Ja, das wäre richtig geil, Septi. Hä? Ich dachte jetzt, ist das nicht der Raum, wo die Fässer waren, die man da in den Müll schmeißen musste? Ja, das, was ich vorhin gesagt hatte. Also alles so Richtung Fallout, Alan Wake, Metal Gear, Silent Hill, Resident Evil. Okay, wir gehen nochmal zurück. Was? Der war im Keller? Wer war im Keller? Komm her. Oh. Okay, ich glaube, da sollte ich nicht lang. Ja, der war das doch. Ach so, okay, alles klar. Aber der sah so ähnlich aus, ne? Weit von ähnlich. Was? Ehrlich? Doch da gerade so ein Geräusch gehört, so. Ah.
Hello there! Warum finde ich denn die Scheißbriefe nicht? So ihr Lieben, ich bin raus. Viel Spaß und gute Nacht. Alles klar, lieber Wag. Schlaf gut, träum was Schönes. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich. Ich hoffe es. Geh mir doch nicht auf den Sack her. Autsch! Übernehme dich einfach mal, wenn das okay ist für dich. Wo sind die anderen Briefe, Mann? Also manchmal habe ich das Gefühl... Manchmal... Was ist das hier? Das sieht doch sehr verdächtig hier aus. Ist da vielleicht der Brief drin? Ist das ein Bug? Oder ist das, weil ich den jetzt hier vorhin hier gesäubert habe? Mich noch von einer anderen Etage daran. Ich guck mal, es sieht so aus, als könnte es hier irgendwo noch eine Treppe geben oder so. Ganz... Achso, ganz sicher, Pat. Bis zum nächsten Mal. Kommen wir auch nicht durch. Ich gehe mal kurz hier hin. Also am besten warten, bevor du den... Bevor du von den Links was bestellst. Vielleicht finde ich am... Samstag ja was, wenn ich gehe, oder dass du geantwortet hast, soll ich kurz anrufen? Kannst du gerne machen. Ich lasse mein Handy einfach auf laut und wenn du anrufst, dann kriege ich das mit. Welche Messe ist das denn, wo du hingehst? Okay, kommen wir nicht durch. Da oben leuchtet irgendwas rot. Aber da komme ich ja gar nicht hin. Was ist das da für ein Loch?
Irgendwie bin ich gerade mega verwirrt, ohne Scheiß. FARC nennt sich die Messe. Oder mehr FARC-Markt mittlerweile. Dort findest du alles von Steampunk zu Retro zu Mittelalter und Zombies. Boah, das klingt aber gut, ey. Das klingt echt interessant. Hallo, Frau Pups. Hallo. War schön? Oh, warum hast du nichts gesagt? Ja. Okay. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wo ich die anderen Seiten finde. Also eigentlich gehe ich davon aus, dass sie alle hier sein müssten, aber ich finde hier halt nichts mehr. Das ist hier. Ah, da. Die Direktorin Mark Pope. Das erklärt so einiges. Guten Tag. Warum pimmeln Sie hier alle so rum? Haben Sie alle keinen Job? Haben Sie nichts zu tun, hm? Das ist alles Teil des Plans. Ganz schön faul. Was ist denn mit ihm? Hat er einen Job für uns? Ich habe Ihnen das wahrscheinlich nicht erzählt, aber ich war mal drauf und dran, Ranger zu werden. Hab die ganze Ausbildung gemacht, bis hin zum Rookie sogar. Egal, darum geht's nicht. Meine alte Einheit war eine tolle Truppe. Außer mir waren es noch 6 andere. Remus, Hazard, Cho, Guy, Hazard. Und Thompson. Boy, sie gestern von einer Expedition zurückkommen sollen. Wir hatten Bier und Hähnchen vorbereitet. Aber leider waren sie nicht da, als Darling die HFV ausgab. Sie hatten nichts, um sich vor dem Zischen zu schützen. Ich fürchte, für sie gibt es keine Hoffnung mehr. Wir trugen alle diese kleinen Beutel um den Hals und ich will sie nicht in Sicherheit. Das war ein Brief, du musstest den für mich finden. Müsstest den Checkpoint ordern. Der Druck müsste durch okay, die Wartung zurückgekommen. Dann mache ich das. Also meinst du, das war verbuggt oder was? Ich werde dein Auge offen halten, Arish. Und ich lasse sie nicht als Zischer enden. Ich muss los. Ich auch. Sie sind nicht die Einzige, die was zu tun hat, wissen Sie? Ja, ist ja gut, Mr. Wichtig. So, jetzt haben wir gespeichert. Wie können wir nochmal Spiel fortsetzen? Zurück zum Menü. Machen wir mal eben. Ey, Mr. Wichtig, du machst da was nicht richtig. Also, wenn API 42 nochmal hier in der Nähe ist, Pat, und sie euch einladen, sagt Bescheid. Ich kann euch bei mir unterbringen. Auf was für Messen könnten die denn bei euch in der Nähe sein? Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, wie, was, wo, wann mit irgendwelchen Messen dieses Jahr stattfindet. Direktorin Markbau. Halt's Maul, geh mich auf den Sack, ich hab zu arbeiten, Mann. Scheiß Penner. Oh, 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 oh. Oh, oh da oben ist was. Das glaube ich nicht, Tim. Alter. Bruder, entspann dich, Schlamm. Okay, es reicht.
Die geht mir richtig auf den Sack, Alter. Irgendwo ist hier, glaube ich, nur einer. Ich bin leider raus an der Stelle. Viel Spaß noch, meine lieben Kunis. Und gute Nacht. Dir auch eine gute Nacht, liebe JC. Schlaf gut, träum was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Grüß deine Family. Und ich hoffe, du hast einen erholsamen Schlaf. Fuck, wäre möglich, die Retromesse Saar. Retromesse Saar. Retromesse hört sich immer wieder. Retro im Sinne von Videospiele Retro. Okay, wir müssen hier durch. So, jetzt haben wir hier so ein Dingen. Bin auch mal raus. Bye. Viel Spaß. Und danke, Fox. Dir einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ist ein Checkpoint in dem Bereich da. Rasten oder das Spiel neu starten? Ja, die Checkpoints. Okay, warte. Da gehe ich mal eben kurz hin. Okay, der hat jetzt gespeichert. Dann gehe ich nochmal eben raus. Gehe dann nochmal rein. Aber ist ja schon ein bisschen komisch, ne? Das waren jetzt zwei Briefe, die irgendwo drin verbuggt waren. So, der ist jetzt auch gar nicht mehr hier. Ich höre dieses Geräusch die ganze Zeit. Ach so, also nicht nur einmal ins Hauptmenü und dann nochmal neu machen, sondern das Spiel komplett neu starten. Okay. Ja gut, dann machen wir das mal eben. Ich starte mal eben die ganze Konsole neu. PlayStation ausschalten. Das hat mich auch damals genervt. Ja, wobei ich habe gar nicht so das Gefühl, dass es unbedingt so viele Bugs in dem Spiel gibt, ehrlich gesagt. Oh ja? Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie noch eine wichtige Mission oder so nicht gemacht. Weil zum Beispiel das mit den Pilze säubern, wo man in die Räume rein kann, wo man immer durch das Betreten vergiftet wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man irgendwann was kriegt, womit man diese Räume locker betreten kann. Aber ich habe es einfach noch nicht gefunden. Nein, die Quest-Bugs sind bekannt. Boah, ey, ich hasse sowas, ne? Vor allem, wie alt ist das Game jetzt? Das hätten wir noch eigentlich schon beheben können, oder? Naja. Gibt's halt keine perfekten Spiele. So ist es. Müssen wir uns mit abfinden. So, ein Prost auf euch, liebe Kunis. PlayStation startet eben neu.
Alright. Ja, das Problem ist nur, wenn es halt nicht so ganz klar als Bug zu erkennen gibt, denkt man halt die ganze Zeit, man checkt einfach irgendwas nicht. Das ist dann immer so ein bisschen ärgerlich, finde ich. Spricht ihr bei der Metal Gear Solid Folge über alle Teile oder nur über Remake? Lass dich überraschen, mein Lieber. Let you overrushing. Ja klar, oder wie jetzt in Resi 1, du hast 2 Stunden nicht gespeichert und boom, bug und du kommst nicht mehr weiter. Ja, das, ja. Gerade bei den alten Teilen, ne? Wo du ja eigentlich denkst, okay, es ist Sinn und Zweck des Spiels, nicht allzu oft zu speichern, weil die Ressourcen halt mit Absicht begrenzt sind. Und dann kriegt man so einen reingedrückt. Das ist schon sehr ärgerlich. Nee, gib mir nicht aufs Schwein. Ich habe gerade was gehört, sondern. Oh. Hier, da. Oh. So, noch einer ohne Fahrschein. Wie er guckt. Der sieht ja süß aus. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Genau, er ist das Spinning Kid. Aber ich bin ehrlich, Leute, ich sehe den scheiß Brief schon wieder nicht. Wenn das nicht hilft, hilft nur hin und her reisen. Okay, soll ich das auch nochmal ausprobieren? Also ich höre den Brief, aber ich sehe ihn nicht. Guck jetzt auch nochmal vorsichtshalber, ob der nicht hier irgendwo in einem Büro liegt. Aber bisher sieht es nicht so aus. Dieses Spiel treibt mich in den Wahnsinn. Oh, ich komme hier gar nicht raus. Da ist eine amerikanische Flagge im Weg.
Okay, ich werde jetzt dem Tipp des Barkers folgen. Und einmal hin und her reisen. So machen wir es. Geronimo! Wo könnte ich denn mal hin? Ist ja eigentlich im Prinzip scheißegal, ne? Wir reisen mal zur Poststelle. So, jetzt hat der gespeichert. Jetzt verlassen wir nochmal das Spiel. Boah, Junge. Jetzt schließen wir das Spiel einmal. Jetzt starten wir das nochmal neu. Jesse Faden's coming to town. Okay, ich bin gespannt. Da sehe ich auch was. Da sehe ich doch, dass er da ist. Tja, Leute. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Wie ihr seht, der Brief ist hier im Boden. Ja. Ich kann einfach nichts machen. Das Geile ist, wir haben ja jetzt wirklich alles probiert, ne? Wir sind gereist, ins Hauptmenü, Game neu gestartet, Game geschlossen neu gestartet, Konsole neu gestartet und das bleibt trotzdem verbuggt. Das heißt, wenn ich jetzt übelst der Trophy Hunter wäre und das würde irgendeine Trophäe geben, diese Mission zu machen, dann hätte ich jetzt einfach ein Problem. Wo nehmen wir? Neben dem Brief oder was? Hm, probiere ich auf jeden Fall aus, Barkers. War der nicht gerade bei uns? Okay. Ich bleibe jetzt genauso hier stehen. Die Frage ist nur, wie lange?
Oder was ich mir auf... Oh, wisst ihr, was wir auch noch ausprobieren könnten? Fällt mir jetzt mal gerade ein. Einmal komplett in einen ganz anderen... Der sollte eigentlich dann vorgehen. Wenn man jetzt hier in die Nähe von ihm geht. Oder wenn man hier stehen bleibt. Ja, vorhin war das ja so, wo der hier von Tisch zu Tisch teleportiert ist. Hat man aber trotzdem schon diesen Kreis gesehen mit dem Viereck drin, dass du anfangen konntest, ihn einzusammeln. Okay, aber ich glaube tatsächlich, hier passiert nichts. Ich kann den auch nicht irgendwie triggern oder so. Aber was wir mal ausprobieren könnten, fällt mir mal gerade ein. Einmal komplett in einen anderen Bereich zu springen. Also wir sind jetzt gerade einmal hier innerhalb der Geschäftsleitung wohin gesprungen. Dass wir hier jetzt einfach mal irgendwo hin springen. Zum Beispiel in die Schwarzsteinbucht. Dann lädt er einmal ein komplett neues Areal. Vielleicht, ich habe keine Ahnung, ich bin ja kein Entwickler. Kein Plan, wie die das aufgebaut haben. So, jetzt sind wir hier. Und jetzt nochmal zurück. Ist er aber auch irgendwie schon wieder gar nicht da, ne? Was ein Scheiß, ey, ehrlich. I was able to complete the quest because two other letters showed up in different locations in the office. This one in the floor appeared to be an extra letter that shouldn't be there but doesn't affect finishing the quest. Because two other letters showed up in different locations. Ja, also einfach an ganz anderen Orten, oder was? Na gut. Vielleicht fallen die mir ja irgendwann im Laufe des Spiels nochmal in die Hände. Aber ist halt auch schon irgendwie maximal blöd, ne? Weil, warum ist dann hier unzustellbare Briefe der Ort markiert? Keine Ahnung, finde ich irgendwie strange. Naja, wir gucken mal eben kurz. Was ist das? Geht zum AWE-Verladebereich. Zischerknoten. Das ist bestimmt Ballerei, ne? Eins, zwei, drei, vier, okay. Wo kann ich die Missionen hier machen? Geh mal eben hier zu dem Punkt. Ich
Weise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Probieren wir einfach mal. Vielleicht müssen wir auch einfach nur noch mal ein bisschen was machen, dass wirklich diese Quest noch mal komplett neu geladen wird. Ich weiß nicht. Ist nur schade, weil das ist, glaube ich, eigentlich eine Quest, die man so ganz chillig machen kann. Aber gut. Hat man halt nicht immer Einfluss drauf, ne? So. NSC-Transformatoren. Wir gucken mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Zugangskorridor. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, dass du den Bug auch hattest und dass du es trotzdem abschließen konntest. Das macht ja dann schon noch ein bisschen Hoffnung, dass man es irgendwie hinkriegt. Ich sollte auch die anderen finden. Ja, moin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, da waren es nur noch fünf. Gut. Dann müssen wir jetzt einmal da lang. Gucken uns aber trotzdem noch mal ein bisschen währenddessen um. Weil es kann ja sein, dass wir neue Fähigkeiten haben. Ach, guck mal hier. Wow. Das verstehe ich nicht. Ich gucke doch in die Richtung. Aber der Ort wird da gar nicht angezeigt. Wir können aber auch einfach mal nochmal hier zu dem Spawnpoint gehen. Und dann teleportieren wir uns in die Atlaskammer. Und dann müssen wir direkt im Battle starten. Muss mal blöd fragen. Quest kannst du nicht abbrechen oder neu annehmen? Boah, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Alec, boom! Okay. Oh Gott, der Mother Trucker, mein Nemesis. Der Mother Trucker? Was? Ich habe alles auf 100% quasi auch Post-Content. Wir müssen in die andere Richtung. Wir müssen hier irgendwo durch eine Tür gleich. Mother Trucker! Tschut-tschut! Waren wir hier schon mal drin? Hallo, hallo, guten Tag, Servus. Schön, Sie alle zu sehen. Lassen Sie mich durch. Ich muss kurz hier ein paar Leute töten. Oh, wow.
Bumm. Also man muss echt sagen, wenn man schon so ein paar Level drüber ist, dann ist das echt schön easy hier. Jetzt habe ich es wieder ausgesprochen und gejinxt. Wetten? Ich habe das Spiel, wo es rauskam, auf schwer durchgezockt. Hä, kann man hier Schwierigkeitsstufen einstellen? Ich dachte, Control hat nur eine Schwierigkeitsstufe. Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. 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 Okay, dann teleportiere ich mich jetzt einmal hier hin. Ah. Was? Wo ist die Tür? Da. Ich glaube, hier wäre schlau. Wie, es gab keinen schwierigen Modus. Ich habe jedes Mal ordentlich auf die Futterluke bekommen. Das liegt daran, dass das Spiel an sich auch ziemlich schwer ist, ehrlich gesagt. So, wir probieren jetzt mal hier durchzugehen. Energy Converters. Okay, das ist ja schon mal gut. Da wollen wir ja hin, ne? Zu den NSC-Transformatoren. Das sieht eigentlich nach dem richtigen Ort aus. Boah, guckt euch das mal an mit dem Schatten hier. Das ist brutal. Das ist richtig brutal. So, jetzt wieder zurück. NSC Control Room. Schade, hier ist leider kein Kampf. Zumindest keiner mit dem Boss. Aber ein Save Point. Ja! Komme ich darüber rein? Kann auch sein, dass ich das falsche Waffen-Layout habe. Habe die Sniper quasi genommen und Shotgun. Ja, ich finde die Sniper an sich okay, aber wirklich nur in gewissen Situationen. Die ist nicht immer geil. Vor allen Dingen, dass sie so lange braucht zum Nachladen immer oder zum Aufladen. Okay, zu den Kühlpumpen. Da müssen wir hin. Hier drin ist der Fungus auch? Na gut. Mhm. Zeit zum Aufräumen, sagte sie und zog die Waffe. Hier drin ist der Fungus auch. So, jetzt die Frage. Wo sind denn hier unsere Omegas? Wahrscheinlich kommen die, wenn wir runtergehen, oder? Oh no, ich hasse die Viecher. Ich hasse die
wirklich, ne? Was? Das war's? Ey, ich bin gerade richtig schockiert, ehrlich. Könnte ich auch mal wieder zocken. PS4 for the win, beziehungsweise PS5. Was ich echt krass finde, ist... Ich habe jetzt gerade ein paar Mal neu geladen und die Konsole neu gestartet und so. Und wie schnell einfach das ging von ich bin im Hauptmenü der PlayStation bis zum ich bin im Game und kann zocken. Das waren echt nur ein paar Sekunden. Und was ich an der Xbox richtig geil finde, ist dieses Quick Resume. Also selbst wenn du den Strom von der Konsole nimmst und dann wieder den Stecker reinsteckst, Konsole startest, dann startest, also dann geht's mit dem Spiel genau da weiter, wo du aufgehört hast. Das ist schon irgendwie krass. So. Schwarzsteinbucht. Gehen wir da hin. Ja, das ist schon übel, ne? Ich frag mich ehrlich gesagt, wie die Konsole, also die Xbox, wie die das macht. Quick Resume heißt das. Und das, also auf der PlayStation lädt auch alles schnell und so, ne? Ist kein Thema, ist alles geil. Aber das ist ja schon noch mal was anderes irgendwie. So, ich denke, wir müssen hier genau in die Mitte. So, wo seid ihr, kleinen Ficker? Mal schauen, ob die PS5 Pro kommt und wie die Verkaufszahlen sind. Ich könnte es mir ehrlich gesagt vorstellen, dass da noch eine Pro kommt. Ich meine, solange Sony damit Geld machen kann, warum auch nicht, ne? Wo sind die denn hier? Hallo, wo seid ihr, liebe Gegner? Besiege den vom Zischen gefallenen Thompson. Jo. Was ist er denn? Bloodborne ist das Einzige, was die PCler wollen. Ja gut, ich glaube hier auf so Games wie The Last of Us und so waren auch viele PC-Zocker scharf. Also man muss Sony lassen, so... warte mal. Alles, was so mit Exclusives zu tun hat, da haben die schon wirklich ein... mehr als gutes Händchen für. Gar keinen Thompson hier. Normalerweise erscheint dann ja da immer der Name über der Birne, aber irgendwie...
Ich laufe einfach mal ein bisschen hier rum. Irgendwann wird hier schon einer auftauchen. Aber hier ist anscheinend nicht das Schwerste, den Gegner zu besiegen, sondern ihn erstmal zu finden. Hier ist, glaube ich, der, oder? Ist das der Hauptgang hier, wo wir hergekommen sind? Ja. Schauen wir doch mal, wo der gute Thompson ist. Wow, danke Fallout. Ich muss um 4.30 Uhr aufstehen. Ich sollte langsam mal ins Bett. Kann das sein, dass du ein bisschen süchtig bist, Schlotti? Das? Ja, da ist er doch. Hey, Thompson! Alter Wichser. Das ist ja Stuhl. Da hat mir ja wirklich jemand in die Stiefel geschissen. Ja, bleib doch hier. Ja, bleib doch hier. Ja, bleib doch hier. Erwin. Lass mich hier nicht alleine, der Traumzeiger. Gibt's denn irgendwas zu fressen hier? Oh, nein. Das war scheiße, Reno. Du willst sie flüssieren, Herr. Okay. Alles klar. Wir verpissen uns mal hier hin. Wir gehen jetzt mal zum Arsch. Sprechen noch mal mit dem. Was ist er denn, der Mr. Ash? Da. Zentrale Geschäftsführung. Ich mache noch mal eben kurz die Cam aus. Naja, gut, Leute. Ich wünsche euch noch viel Spaß und kommt gut durch den morgigen Tag. Bald ist Wochenende. Schlaft gut. Du auch, Schlotti. Schlaf gut. Träum was Schönes. Träum von Fallout. Und ja, gutes Nächtle. Lol, ich habe Mr. Arsch verstanden. Ich habe auch Mr. Arsch gesagt, das sollte ein schlechter Witz sein. Die Isolationsprotokolle für jedes gewandelt. Alter Maul! Hier sind die Beutel. 6 davon. Mit meiner sind das alle. Tja, ich schätze, ich werde sie jetzt alle tragen. Sentimental, ich weiß, aber... Das ist alles, was mir einfällt. Nichts ist leicht mit dem Zischen. Darf ich fragen, was drin ist? Was ist in den Beuteln? Zu spät. Also, das ist eigentlich vertraulich, aber Sie sind die Direktorin. Da kann ich es Ihnen wohl sagen. Naja, in der Behörde gab es... Ihm ist die Stimme ein bisschen leise von denen, ne? Also schickten Sie uns Rookies los. Wir sollten bestätigen, dass das Bullshit war. Warte, will er sagen, dass es wirklich Wehrwölfe gibt? Stellte sich heraus, dass ein gewandelter Gegenstand bei Vollmond gewaltige Gravitationsanomalien verursachte. Oh Mann, wir wären fast draufgegangen. Zur Erinnerung tragen wir seitdem alle silberne Kugeln um den Hals, falls uns wieder mal ein Werwolf begegnet. Also warum haben Sie die Ranger verlassen? Dachte, ich könnte hier mehr Gutes tun. Irgendwer muss auch die beschützen, die alle anderen beschützen, oder? Da ist was Wahres dran. 2 Fähigkeitspunkte? Ich muss los. Ich auch. Sie sind nicht die Einzige, die was zu tun hat, wissen Sie? Das haben Sie schon letztes Mal gesagt. Ja, aber moin, Alter. 2 Fähigkeitspunkte, da kann ich ja gar nichts mitmachen.
Übernehmen. 5% verlängertes Übernehmen. Ich brauche für alles einfach 3 Punkte. Schweben. 10% verlängertes Schweben. Das ist gut. Das machen wir, würde ich sagen. Wir gucken nur einmal kurz, wie viel die dafür haben wollen. Ne, dafür wollen sie 3. Okay, dann holen wir uns das hier. Bup. Aber der kostet 3, oder? Ne, auch 2. Okay, cool. Und wenn wir da ganz unten angelangt sind, dann kann sie einfach immer schweben durch das ganze Spiel. Coolio. Yo. Lass mich kurz was abchecken, liebe Kunis. So. Ich würde sagen, wir haben jetzt heute ein paar Nebenmissionen gemacht. Der hat gerade gespeichert. Ich speichere aber vorsichtshalber nochmal, weil ich paranoid bin. So, okay. Yo, ich guck mal einmal kurz, wen wir heute raiden können. Wer denn hier so online ist. Gib mir eine Sekunde. Oder wenn ihr Vorschläge habt, haut die gerne in den Chat. Ich bin offen für alles. So. Ja, wir gucken mal. Wer ist denn hier gerade online? Wer treibt denn hier wieder sein Unwesen? Von unseren Leuten. Guck mal hier, zum Beispiel. Flügelschani ist gerade online und spielt Dead by Daylight. Das wäre doch mal was, oder? Die liebe Switchy können wir doch mal unterstützen. Die supportet uns auch immer. One hand washes the other one. Genau so schaut's aus. Also, alle Kunis, die ihr jetzt noch da seid, ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mit rüberkommt und der Switchy mal ein ganz, ganz liebes Hallo da lasst. Die wird sich bestimmt freuen, wenn wir jetzt mit 14 starken Leuten darüber ziehen. Oh, ich muss das mal eben kurz eingeben. Danke für den nice Streampad. Ja, danke euch auch, liebe Kunis. Ich glaube, ich werde nächste Woche aber tatsächlich mal wieder um 7 streamen, weil ich merke, wenn ich erst um 8 anfange, dann habe ich zwar zwischen Feierabend und Stream ein bisschen mehr Zeit, aber ich bin auch jetzt schon ehrlich gesagt gut im Arsch. Und wenn ich dann nächste Mal so, sagen wir mal, bis 10:30 streame, dann haben wir auf jeden Fall ein halbes Stündchen oder ein Stündchen mehr. Fände ich schon ganz nice. Also nächste Woche dann wahrscheinlich um 7 Uhr, aber wir hauen es euch auch noch mal in die Story rein. So, ich gebe mal eben einen Flügelschani. Flügelschani zockt Dead by Daylight. Dann knallen wir da noch mal ein Raiderino rein. Ach, guck mal, sogar mit Cam. Wie schön. Das ist doch toll. Kunis, wenn ihr Lust darauf habt, dann kommt bitte alle mit und lasst einmal ein knackiges Hallo da und ein bisschen Liebe. Und falls ihr der Guten noch nicht folgt, lasst auch ein Follow da. Das wäre echt mega nice von euch. Das wäre richtig cool. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Wie gesagt, und Dankeschön für euren Support. Nächste Woche würde ich dann mal mit Fallout 4 anfangen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch eine gute Nacht. Viel Spaß mit der lieben Switchy und Dead by Daylight. Und diese Woche streamt noch der Chris. Der Chris streamt morgens Silent Hill 1 mit der Schlotti. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Der Fjurell streamt. Wartet, so viel Zeit muss sein. Ich muss mich beeilen. Ah, der Counter läuft. Ich guck mal eben kurz in den Streamingplan. So. Freitag 20 Uhr zockt der liebe Fjurell Resident Evil 2 Remake. Am Freitag kommt eine neue Podcast-Folge. Und am Samstag kommt ein neues Video vom Fjurell. Der hat nämlich ein Unboxing gemacht zu einem sehr speziellen Resident Evil Package. Das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Also checkt unsere Story hier ab, unseren Streamingplan. Und jetzt viel Spaß mit Switchy. Bis denne. Tschüssi.